Wir haben heute das Tryout Süd, nachdem wir gestern schon in Oldenburg waren. Und wir evaluieren jetzt einfach mal die Spielerin und gucken, wer davon in den 75er-Kader passt, den wir in das erste Camp in Vorbereitung auf Großbritannien sehen. Ich coache hier mit einem hervorragenden Staff. Ich habe Leute in der Organisation, die wirklich dafür brennen, das zu tun und für die Mädels zu tun. Und ich habe Spielerinnen, die es gar nicht erwarten können, loszulegen. Und es ist auch vollkommen egal, dass es regnet, gestern schon und auch heute. Wir werden Gas geben und das Beste draus machen. Wir haben ja schon einen bestehenden Kader und erweitern ihn jetzt für dieses Jahr und können auf den Spielern, die wir heute evaluieren und gestern evaluiert haben in Oldenburg, da haben wir einen Stock, auf den wir immer zurückgreifen können. Mein persönliches Ziel ist grundsätzlich immer, Spielerinnen besser zu machen und das Umfeld für die Spielerinnen besser zu machen. Da ist strukturell in den letzten Jahren sehr viel vernachlässigt worden und wir wollen die Nationalmannschaft wieder auf einen anderen Stand bringen. Also sie müsste sportlich viel höher stehen, als sie es in Europa momentan tut, weil wir auch schon viel länger Frauenfußball spielen und weil wir eine sehr große Tiefe haben in den Ligen. Wir haben sehr viele Spielerinnen zur Auswahl und ich denke, da ist noch ein bisschen mehr drin.